Ich habe davon gehört und ich würde es einfach mal mit euch ausprobieren. Ich hoffe, ich verjage jetzt nicht den letzten mit euch, von euch. Willkommen zu einem neuen Netztest. Seid gegrüßt. Mein Name ist Zwerg, Robert zu E.T., dem Game für den Atari. Ich war mal ein bisschen verrückt und würde es einfach mal. Ja, ich habe jetzt gerade meinen Kopfhörer auf 2% Lautstärke und ich hoffe, ich habe das im Stream jetzt auch halbwegs runter. Bisschen endlich runtergebracht. Die Lautstärke ist schon mal unerträglich. So sieht das Spiel aus. Das Spiel, was in. Eine urbane Legende ist inzwischen, es soll wohl so schlecht gewesen sein, dass es in der, dass die Entwickler oder ja, das Studio oder weiß nicht, die Käufer in der Wüste vergraben haben. Schauen wir uns jetzt mal an, wie schlecht das wirklich ist. Aus der Luft wieder rausschweben. Ah, okay, wir fallen also in die Gruft, wenn wir, von dem Kollegen hier gefangen werden. What the fuck? Was passiert? Okay, und scheinbar der zählt unten eine Zahl runter. Das heißt, ist irgendwie auch eine Zahl. Wir können wohl nur diese beschränkte Anzahl an. Schritt tun. Dann kommen wir nie wieder raus. Ja. Was genau passiert? Ich meine, ich habe mir nicht viel von dem Spiel erwartet. Ich meine, das ist nicht ohne Spiel Grund das schlechteste Spiel der Welt. Okay, jetzt können wir wieder laufen. Wir müssen scheinbar vor dem Mann hier weglaufen. Wir sind hier das kleine E.T. und von Erwachsenen laufen wir hier weg. Die uns einfangen wollen. Wenn ich das richtig verstehe. So wurde ich vorhin in eine Grube gefangen genommen. Oder sowas in der Art. Jetzt können wir hier wieder raus. Okay, ich bin mit dem Bildschirmband rausgelaufen, deswegen. Was? Und eigentlich wird gefangen genommen. Wird ins Gefängnis gesperrt. Ich hole wieder ab. Die Zeit zählt immer noch runter. Egal, was, ob ich den Schritt mache oder nicht. Aber wenn ich stillstehe, passiert nichts. Also wenn ich hier einfach. Es scheint die Spielzeit zu sein, also die ich habe, irgendwie, um das zu spielen. Inzwischen sind wir bei 2000 angekommen. Ich frage mich, was bei 0 passiert. Da explodiert das Spiel. Und hier rauszukommen ist auch irgendwie. Fast eine Unmöglichkeit. Und ich weiß nicht wie. Wie ich das gemacht habe. Ich habe es aber wohl schon irgendwie geschafft. Wenn man es geschafft hat, muss man hier wohl noch eine Weile rumfliegen. Okay, wir sind schon im 900er, im dreistelligen Bereich. Ja.
Okay. Okay, jetzt können wir. Okay, ich bin tot. Und jetzt kommt. Ach so, nach dem Ende der. Gut, bin ich für tot und dann. Oder auch nicht. Kommt der kleine Timmy und mich zu retten? Oder der. Wie hieß der Idoi? Oder. Okay, ich habe ein Ding gesammelt, ein C. Ich tue es nicht blicken. Warum? Ach, wir fallen, weil wir auf so einen grünen Stein treffen, oder? Okay. Jetzt kommt er und belebt uns wieder. Warum tut er das? Ist ein Wald. Jetzt bin ich irgendwie wieder reingefallen. Jetzt wurde ich von ihm reingeschubst. Was ist das Ziel dieses Spiels? Was ist? Ich sterbe, ich würde wiederbelebt. Was? Warum? Und wozu? Wo will ich hin? War schon mal irgendwie bei dem Haus dort irgendwie. Es hat schon irgendwie was gebracht, aber. Warum tue ich Dinge? Ich bin wieder tot, da kommt der Typ hier und bringt mich nach Hause. Okay, das war's. Das ist das Spiel durchgespielt. Da war der Startbildschirm. Ja. Also ich würde es jetzt nicht in der Wüste vergraben, aber ich weiß auch nicht. Schlechteste Spiel. Vielleicht. Ja.